Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Bei Amazon gab es eine Aktion, drei Blu-rays für 18 Euro. Und da habe ich halt zugeschlagen. Was ich mir da geholt habe, möchte ich euch gerne zeigen. Das Ganze wurde aufgeteilt auf zwei Pakete. Fangen wir mit dem größeren an. Das ist der Film Hard to Kill. Den habe ich schon mal gesehen. Ein Film mit Bruce Willis in einer Nebenrolle, obwohl er groß auf diesem Cover prangt. Wie wir alle wissen, hat Bruce Willis gegen Ende seiner Karriere einige B-Action-Filme gedreht, um relativ schnell an Geld zu kommen, damit seine Familie und er versorgt sind aufgrund seiner Krankheit. Aber nichtsdestotrotz, mir haben einige dieser B-Action-Filme sehr gut gefallen. Und das ist einer davon. Hard Kill. Nicht zu verwechseln mit Hard to Kill. Das war damals ein Steven Seagal-Film. Aber der hier ist eben ein B-Action-Film. Und da ich auf B-Action-Filme stehe, habe ich mir gedacht, um 6 Euro schnappe ich mir den für meine Action-Film-Sammlung. Dann Paket Nummer 2. Einmal der Film Lockout mit Guy Pearce in der Hauptrolle. Habe ich schon vor Ewigkeiten mal geschaut. Erinnert mich ein wenig an die Klapperschlange mit Kurt Russell. Ebenfalls ein Science-Fiction-Setting. Und er hat eine mächtig große Klappe. Jetzt dachte ich mir, nee, allein gegen 500, wo ist das Problem, steht unterhalb drauf. Schauen wir mal, ob der auch ein Wendecover hat. Hat leider kein Wendecover. Für eine schöne bedruckte Blu-ray. Ich freue mich, die wieder mal anzuschauen. Und als letztes haben wir geholt. Ups, die Arche ist weg. Ein Animationsfilm. Habe ich mir damals einen Trailer angeschaut für ein paar Jahren. Hat mir eigentlich gut gefallen. Jetzt dachte ich mir, um 6 Euro kann ich mir das schon gönnen. Kathi Riemann spricht eine Rolle und Christian Ulmen spricht ebenfalls eine Rolle. Magst du witzige Animationsfilme? Blu-ray ist ebenfalls bedruckt. Den gibt es schon seit 4. Jänner 2016. Einfach mal lange Zeit gelassen, mir den zuzulegen. Das sind dann diverse Spiele gegeben und alles Mögliche. Eine Figur hat es damals gegeben zu diesem Film. Gutscheincodes quasi. Wendecover ist ebenfalls am Start. So. Dann drehen wir das doch gleich um. Nee, so witzige Animationsfilme. So wie Raus aus dem Teich oder eben die Minions. Schaue ich mal ehrlich gesagt gerne an. Und das war jetzt quasi mein XS-Update aus der Amazon 3418 Aktion. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss, ciao, servus.